Um den Herausforderungen eines sich immer stärker verändernden Wohnungsmarktes gerecht zu werden, entwickelte man bereits 2004 im Rahmen des Stadtentwicklungskonzeptes gemeinsam mit der Stadt Pirmasens und dem Diakoniezentrum Pirmasens das generationsübergreifende Wohnprojekt PS Patio. Im Oktober 2010 beschließt der Aufsichtsrat, den ersten Bauabschnitt des Neubauwohnprojektes in der Winzler Straße umzusetzen. Im Februar 2011 erfolgt der erste offizielle Spatenstich. Gebaut wird ein Wohnblock mit 18 barrierefreien Wohnungen, davon 2 behindertengerecht. Bereits zu Baubeginn ist das Interesse an den Wohnungen groß. Obwohl von PS Patio inzwischen einiges zu sehen ist im Winzler Viertel, hat dieses Projekt PS Patio hier in Pirmasens eine, kann man sagen, längere Geschichte. Dieses Winzler Viertel, das zunehmend Probleme hatte mit Leerstand. Zum anderen die Bauhilfe, die sich um ihre Gebäude aus der Nachkriegszeit kümmern musste. Und das Diakoniezentrum, das ein ehemaliges Kinderheim hatte und sich überlegen musste, was geschieht mit diesem Kinderheim. Das sind so die äußeren Faktoren. Zum anderen, was diese inhaltlichen Faktoren angeht, ist die Stadt Pirmasens, die Überlegungen angestellt hat, wie sie die Stadt, wie sie dieses Winzler Viertel neu, kann man sagen, beleben kann. Die Bauhilfe, der klar geworden ist, Vermietung allein ist nicht ihr Geschäft, sondern sie muss auch viel stärker in die Inhalte hineingehen. Und wir auf Seiten des Diakoniezentrums haben Überlegungen angestellt, die in die Richtung gehen, raus aus der Institution, rein ins Quartier, zusammen mit anderen Arbeit im Quartier zu gestalten. Auch die Gespräche mit den Bewohnern sind für mich ein großes Hoffnungszeichen, dass Menschen schon, bevor sie irgendwo einziehen, sich treffen. Da entsteht etwas und da entsteht ein Stück Nachbarschaft. Und das ist ja etwas, was Menschen heute oft vermissen. Es genügt schon, wenn jemand mal nach links und mal nach rechts guckt und nicht einfach nur auf sich bezogen ist. Und dann, das spürt man hier in diesem Gebiet, auch in der Begegnung mit den Menschen, dass da hier wirklich etwas entsteht. Und das macht mich eigentlich hoffnungsvoll für die Zukunft. Die Einbeziehung in Material- und Ausstattungsfragen wird geschätzt und durch rege Teilnahme ausgiebig genutzt. Ja, mein Name ist Edith Kolb, habe 2 Söhne und die sind natürlich auch froh, wenn die Mutter irgendwie versorgt ist. Versorgt in dem Sinn, dass sie geholfen kriegt. Das heißt, wir helfen uns gegenseitig, nicht nur beim Einkaufen oder so, es ist ja vielleicht auch mal jemand krank. Und dann ist es ganz toll, wenn man weiß, man hat jemanden, den man einfach klopfen kann und der dann kommt.